Der SC Starken ist zu Gast an der Friedrich-Ebert-Sportanlage. In der zweiten Pokalrunde geht es für die Spandauer gegen den FC Ahmet. Der frisch gebackene Bezirksligist will dem Oberligisten Paroli bieten. In der letzten Runde bot sich die Mannschaft von Tim Jauer einen Fight, ein 3:2 nach Verlängerung durch ein Last-Minute-Tor gegen Eichkamp-Ruppenhorn. Der FC Ahmet hat die erste Chance in den schwarzen Trikots. Sinan Boskurt mit einem Freistoß, der sehr gefährlich ist. Der Mann, der beim 6:0 Bezirksliga-Auftaktsieg gegen Friedrichshain einer der entscheidenden Personalien war. Es ist erst das vierte Pflichtspiel für den FC Ahmet in der Saison. Der SC Starken ist mit 6 Spieltagen in der Oberliga bereits voll im Saft. In dieser Partie mühen sie sich, dann der Konter über die rechte Seite. Jakob Wartschow eilt nach vorne, doch der Mann aus der eigenen Jugend verfehlt das Tor um Haaresbreite. Das Spiel plätschert in der Folge etwas vor sich hin, dann folgt eine schmerzhafte Szene, die nichts für schwache Nerven ist. Die Zuschauer, die damit Probleme haben, sollten an dieser Stelle besser wegschauen. Der Ball geht erstmal hin und her, Starken hat Probleme, die Situation zu klären. Dann folgt die besagte Szene und ein lauter, schmerzerfüllter Aufschrei. Salih Cetin bleibt mit dem rechten Fuß im Rasen hängen und vertritt ihn sich komplett. Der unparteiische Boeno ruft die medizinische Abteilung aufs Feld und die Reaktion der Ahmet-Spieler ist selbstredend. Schock, Fassungslosigkeit und vor allem Mitleid mit dem Mannschaftskameraden. Das Spiel ist selbstredend für eine ganze Weile unterbrochen. Auch Jeffrey Seitz, der Trainer des SC Starken, nimmt sich seine Spieler zur Brust und redet mit ihnen über das Geschehene. Der FC Ahmet hält sich währenddessen warm. Sie wollen diese Partie natürlich zu Ende spielen. Der SC Starken beweist Sportsgeist und klatscht Salih Cetin vom Platz, als der Rettungswagen anrückt. Auch im Namen der gesamten KickTV-Familie wünschen wir Salih Cetin an dieser Stelle nur das Beste und vor allem gute Besserung nach dieser Horrorverletzung. Fikret Akbulut kommt in die Partie beim FC Ahmet. Die erste Hälfte wird daraufhin nach minutenlanger Unterbrechung fortgesetzt. Der Schock sitzt aber allen Spielern noch tief in den Knochen. Ahmet mit dem ersten Vorstoß über die linke Seite. Badan Akis bekommt die Kugel, zieht vom Strafraumeck ab, scheitert aber knapp. Der Neuzugang von Anadoluspor hat im Bezirksliga-Auftaktspiel bereits 2 Tore erzielt. Der SC Starken will auf der anderen Seite so weit kommen wie in der letzten Saison. Dort scheiterten sie knapp gegen Viktoria Berlin. Sie tun sich schwer, doch ein Lupfer nach vorne und ein Lupfer von Gakpeto stellt das Spiel auf 1:0 für den Oberligisten. Sein Jubel fällt sehr verhalten aus. Das ehrt den dreifachen Pokaltorschützen des SC Starken. Die anderen beiden Treffer erzielte er beim 8:0-Kantersieg gegen DJK Rodan Borsigwalde. Dieses Tor fiel in der 16. Minute der Nachspielzeit. Das zeigt, wie lange diese Verletzungsunterbrechung tatsächlich dauerte. Danach ist Pause, es geht in die Kabine, aber nicht für die Spieler vom SC Starken. Sie bleiben auf dem Feld und machen eine kleine Spieleinheit. Laut Jeffrey Seitz sollten die Spieler fokussiert bleiben und nicht über das Geschehene nachdenken. Der FC Ahmet eröffnet den zweiten Durchgang. Der Fußballclub spielte in seinen Möglichkeiten eine ordentliche erste Halbzeit. Der Klassenunterschied war nicht stark zu sehen. Deshalb will sich der SC Starken auch nicht auf diesem knappen Vorsprung ausruhen und geht direkt drauf. Justin Neumann sprintet die Seite entlang, bringt die Flanke in den Strafraum. Alle in Schwarz fliegen vorbei. Gakpeto steht frei, Skinagel pariert. Hindenburg will klären und trifft dabei Gakpeto aus nächster Nähe direkt ins Gesicht. Das zwiebelt, das wissen auch Hindenburg und Co., die sich sofort zu Gakpeto begeben und sich bei ihm erkundigen. Eine sehr faire Geste, der Torschütze kann aber zum Glück weiterspielen und tummelt sich bei dieser Ecke auch im Strafraum. Er macht sich bereit, doch der Ball geht gar nicht in den Strafraum, sondern zu Mecher in den Rückraum. Der hat viel Platz, spielt den Ball zu Lampard, der scheitert an der Verteidigung. Die Situation ist aber noch nicht zu Ende. Kohlmann mit dem Schuss in der Mitte, doch die Glanzparade von Skinagel, der nach seinem Engagement beim 1. FC Schöneberg 1913 zum Ende der Saison 18-19 wieder im Trikot des FC Ahmet spielt. Der FC Ahmet hat nach vorne allerdings wenig zu bieten. Kohlmann mit dem hohen Ball Richtung Wartschow, einmal, zweimal, dreimal, dann in die Mitte und dann geht der Ball eben auch ganz unglücklich rein. Ein Eigentor von Budakosa in der 61. Minute. Ganz bitter für den FC Ahmet. Man kann Kosa keinen großen Vorwurf machen. Wäre er nicht hingegangen, hätte Yannick Hurtig den Ball bekommen. Es ist einfach unglücklich, wie er den Ball unhaltbar für Skinagel trifft. Das spielt dem SC Starken natürlich in die Karten. Freistoß für den Oberligisten Lukas Kohlmann führt den aus. Und wie er den ausführt, da wackelt das Gehäuse von Skinagel gewaltig. Ahmet kann die Situation klären. Da hat nicht viel gefehlt für den Rückkehrer vom Brandenburger BC Süd.
Der SC Starken spielt sich vorne fest. Anna mit dem Einwurf und mit der darauffolgenden Flanke Richtung Justin Neumann. Ein ganz schwieriger Ball für den Keeper, doch die Kugel geht knapp am Kreuzeck vorbei. Der SC Starken führt verdient, doch die Chancenverwertung ist nicht ganz das Gelbe vom Ei. Wenn sie die Hochkaräter bekommen, gehen diese vorbei oder sie enden an den Händen von Nico Schiennagel, der diesen Kopfball von Jack Peto im letzten Moment noch Weltklasse wegfaustet. Der Keeper ist der Man of the Match, er hält durch seine starken Paraden diesen 0:2 Rückstand. Bei diesem bleibt es auch am Ende, Starken zieht verdient in die dritte Runde ein, doch dieses Fußballspiel gerät nach solch einer Verletzung schnell in den Hintergrund. Auch den Trainern geht diese Situation nahe, Tim Jauer und Jeffrey Seitz mit ihrer Einschätzung am Mikrofon von Marcel Colata. Ich kann es ganz klar sagen, ne? Also ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich an den Moment denke, was da passiert ist, ohne Gegeneinfluss, sage ich. Ne? Erst beim Auftritt, glaube ich, dann hat er sich den Fuß komplett verdreht. Und das kurz vor der Halbzeit, sage ich jetzt mal trotzdem. Und dass die Mannschaft dann trotzdem so weiterspielt, ne? So couragiert und halt vom Einsatzwillen und so, da kann ich nur den Hut ziehen. Also ich bin sehr, sehr stolz auf diese Mannschaft. Die Situation, die da vorgefallen ist, hat das Ganze definitiv nochmal schwerer gemacht. Hinzu kamen natürlich die Bedingungen, der Boden ist nicht optimal, ist hier nicht einfach Fußball zu spielen. Und ja, im Großen und Ganzen sind wir einfach nur glücklich, dass wir eine Runde weiter sind. Das kann der SC Starken auch definitiv sein. Die Reise geht also weiter. Doch auch der FC Ahmet kann auf einen starken Fight zurückblicken, der ihnen Mut für die Aufgaben in der Bezirksliga liefert. An dieser Stelle senden wir natürlich nochmal von ganzem Herzen gute Besserung und die besten Grüße an Sali Cetin.